Herzlich willkommen. Ich möchte hier heute in diesem Video vorstellen, was es bedeutet, ein verkehrssicheres Fahrrad zu haben. Ein verkehrssicheres Fahrrad, das bedeutet, ich erfülle die Grundvoraussetzungen, um überhaupt am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Und da gibt es einige Punkte und die möchte ich hier an diesem Fahrrad zeigen. Wir fangen mal an mit den Bremsen. Ein Fahrrad benötigt mindestens zwei Bremsen, die unabhängig voneinander wirken und die beide natürlich auch funktionieren. Das kann der klassische Rücktritt sein, das können aber auch andere Bremsen sein, wie hier Scheibenbremsen, die hier dann mit diesen Bremshebeln bedient werden. Und ein Fahrrad benötigt auch eine helltönende Glocke. Ein Fahrrad benötigt ebenfalls eine Beleuchtung, das dürfte klar sein und ich hoffe, es ist auch klar, dass die Beleuchtung bei Dämmerung und bei Dunkelheit eingeschaltet sein muss. Wir fangen mal an mit dem Scheinwerfer, der ist hier vorne angebracht, der strahlt weißes Licht nach vorne und wir benötigen auch ein Rücklicht, welches hier rotes Licht nach hinten strahlt. Beim Vorderlicht ist unbedingt zu erwähnen, dass es nicht blenden darf, das heißt, es darf nicht zu hoch eingestellt sein und beide Lichter, vorne wie auch hinten, dürfen nicht blinken. Man kann auch Batterielichter benutzen, steckt man dann fest ans Fahrrad an. Bei den batteriebetriebenen Lichtern sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass diese auch zugelassen sind. Man erkennt die Zulassung hier an einem Prüfzeichen. Das fängt an mit einem Wellensymbol, gefolgt von dem Kennbuchstaben K. Es ist ein großes K und einer mehrstelligen Zahl. Darauf sollte man auf jeden Fall mal achten. Fahrrad benötigt auch Rückstrahler. Ich benutze aber hier den Begriff Reflektor. Wir fangen einmal an mit dem weißen Reflektor. Er strahlt weißes Licht nach vorne zurück und einem roten Reflektor, der strahlt rotes Licht nach hinten zurück. Der rote Reflektor hier muss auf jeden Fall von der Kategorie Z sein. Das heißt, ich erkenne hier an diesem Reflektor ein rotes Z. Jede Pedale benötigt zwei gelbe Reflektoren und dann haben wir noch eine seitliche Reflexionseigenschaft, die gegeben sein muss. Und hier haben wir gleich drei Optionen, die ich erfüllen kann. Eine von den drei Optionen muss ich erfüllen. Es kann sein, dass ich die klassischen gelben Speichenreflektoren benutze. Da braucht jedes Rad zwei davon und die müssen so wie hier gegenüberliegend angebracht sein. Oder jedes Rad hat ringförmige reflektierende Streifen, also zwei Streifen pro Rad, links und rechts. Oder aber ich benutze reflektierende Speichen und um die reflektierend zu machen, gibt es hier diese Speichenclips und die müssen dann an jeder Speiche angebracht sein. Von Fahrradanhängern sei gesagt, auch hier gibt es bestimmte Eigenschaften, die ein Anhänger erfüllen muss. Das kann die Beleuchtung sein, das können Reflexionseigenschaften sein. Dies steht hier im Paragraph 67a Straßenverkehrszulassungsordnung. Das sind viele, viele Punkte und Optionen und die möchte ich hier heute aber nicht alle aufzählen. Ein Hinweis an die Eltern. Liebe Eltern, die noch Kinder im Haushalt haben, Kinder, die noch zur Schule gehen, bitte überprüfen Sie die Fahrräder Ihrer Kinder regelmäßig. Die Bremsen zum Beispiel, die nutzen regelmäßig ab, die müssen irgendwann mal nachgestellt werden oder sogar gewartet werden. Und je nach pfleglichem Umgang müsste man auch mal gucken, ob die ganzen Reflektoren noch da sind, ob das Licht funktioniert und so weiter. Also ein Tipp, bitte liebe Eltern, prüfen Sie die Fahrräder regelmäßig. Achten Sie bitte auch beim Kauf eines Fahrrads, dass das Kinderfahrrad von Haus aus verkehrssicher ist. Das ist leider nicht immer der Fall. Ich möchte mal das Beispiel der Jugend-Mountainbikes nennen. Hier sind nicht immer alle Reflektoren vorhanden und auch bei Fahrrädern, die für Grundschüler gedacht sind und die so aussehen, als seien sie verkehrssicher, muss man einmal genau hinschauen. Insbesondere beim roten Reflektor, der wie gesagt von der Kategorie Z sein muss.
Dies waren die Grundbedingungen, die ein Fahrrad erfüllen muss. Viele Nutzer entscheiden sich übrigens dafür, diese Bedingungen überzuerfüllen. Das heißt, sie tragen zum Beispiel eine Warnweste, die sehr, sehr gut sichtbar ist, oder sie tragen einen Fahrradhelm mit einer zusätzlichen Rückleuchte oder mit Reflektoren. Ja, bitte denken Sie dran, Sichtbarkeit bedeutet Sicherheit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.